Mal auf einem Minenjagdboot. Oh, ich hab dich. Das kannst du auch alleine. Das sehe ich. Ich helfe dir hier vorne wieder. Mini-U-Boote. So Sonden sind das, glaube ich, ja. Hast du? Jo. Moin. Unterwasserdrohnen. Ja. Mit Explosivladung. Das ist ja auch geil. Das ist ja auch mal was, mit dem du hier wirklich mal hier ein bisschen Stunk machen kannst. Die Mörder ist immer das geilste Schiff, wo der liegt, aber die machen wir zuletzt. Machst du gut, Anna? Ass rein. Hier wollen wir ein Rettungsboot. Aufpassen. Jo. Mann, die ist schneller wie ich. Alter Schwede. Heilheim. Hätte mich mal interessiert. Ich läuft die Brücke. Sieht letzte so aus. Moin! Oh, kommen wir wohl nicht. Oder? Nee. Ah, oder? Doch? Doch, kommen wir schon. Ja, warte, ich helfe dir. Den Uzo? Das ist so ein Peilstand, ist das. Ja, schade, manche Teile fehlen hier, weil die Dinger entmilitarisiert wurden. Auch ein sehr, sehr hohen Holzanteil hier auf dem Schiff. Hier kannst du das Ruder ansehen. Schön aufpassen, ne? Warte, ich. Füße da rein, alles rückwärts da reinklettern. Oder so, ja. Nicht hinfallen. Aber ist auch schon so ein bisschen. Naja, gut. Dinger fahren ja auch dann nicht. Wollen mehr, wir nicht. Mal auf die Brücke. Oh, Kabel mit angemalt. Herr Kapitän? Herr Kaloin? Nee, okay. Steuermann. Oh. Das kann ich mal angeschlossen, der Antrieb. Ah nee, doch, ich drehe das Ruder, kannst du guck mal. Aber sonst ändert sich nichts. Schade. Wahrscheinlich ist der Antrieb nicht angeschlossen. Schönes Spielzeug. Papa? Dafür war noch gefallen. Ja, ich komm mal. Hier ist Radar. Haben sie nur ein Bild reingesetzt. Naja, auf geht's nach unten, mal gucken. Mein, das ist ja nur das Schiff hier. Hier ist unser schöner Jernebusen. Und dann hier. Ui! Funkraum! Aber kannst du mir da helfen? Ja, wo geht auch tiefer? Ich helfe gleich eben, mal eben. Was ist hier denn? Gefechtsbrücke oder ist das? Operationszentrale, ja. Oh, auf geht's nach unten, wa? Maschinenraum? Manches Unterkünfte? Nicht alles stabil hier. Ja, doch, das sind Marineschiffe, dann können die ab. Hier ist schon ein Ziel. Frau, wahrscheinlich ist in der Küche, wa? Frau? Nee, doch nicht. Frau? Guck mal, du hier für große Mengen an Essen, an Nudeln vorbereiten kannst. Aber weiter, schon die hier die Messe. Hier ist ja schon die Essensausgabe, denke ich mal. Stolper, ja. Gehen wir wieder genau entgegen den Rundgang, aber egal. Schatz, muss eigentlich anders rumlaufen, muss eigentlich in die Richtung. Aber ganz schön groß hier, ne? Dafür, dass er. Bleib da, wir müssen eh da lang, da wieder lang, Hanna. Hallo? Zurück, ja, dann laufst du. Sind der Rundgang ist ja genau andersrum. Wir laufen gerade genau gegen den Strom. Oh, was ein Platz hier ist, ne? Waren wir da unten schon? Nee, haben wir noch nicht. Hier, Kommandantenkammer. Das ist vernünftig, da ist ein eigenes Zimmer. Würde ich auch noch nehmen. Ein Zimmer? Ja. Wachoffizier. Offiziers Messe. Oh, je verfahren. Gibt's gar nicht mehr. Nee. Nicht runterfallen.
Also ein Kind auf dem Marineschiff ist echt gefährlich. Lauf mal weiter, bitte. Danke. Haben wir hier Unteroffiziersmesse. Schiffstechniker. Unteroffizierskammer. Hier bin ich. Ja, ich, hallo, darfst du nicht hin, ist gesperrt. Was haben wir hier? Drei PUs. Was sollen die Unteroffiziere? Keine Ahnung. Badezimmer? Ja. Mit Klo oder was? Und mit Außenborder. Ist ja Außenborder auch dabei. Dann kannst du ja auch gemütlich auf Klo. Der Harry. Harry Orange. Jetzt gehen wir, was das ist. Hier ist auf jeden Fall ein Flaschenzug. Ein Brunnen kann es ja vielleicht sein. Das wäre ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was ist das hier? Wohndeck für die Unteroffiziere. Ja. Aber hier ist ja genug Platz zum Leben. Das geht ja eigentlich. Zig Leute. Und hier wieder hoch. Jeha. Das war's so mit dem Jetzt Schiff. Geht's hier drauf. Da bin ich ja gespannt, wa? Das ist ein richtiges Kletter hier. Alter Verwalter. Schön aufpassen, ne? Und hier haben wir ein Schnellboot. Ja. Ne? Ist das schnell? Ja. Ja, das tun wir, würde ich sagen, ne? Schön aufpassen, Anna. Mal Raketen. Guck mal, so ein Flugkörper, der wiegt auch mal eben so fast eine Tonne. 750 Kilo. Raketenwerfer. Nein. Doch müssen wir. Ja, rüber. Siehst du hier, Rundgang. Wie eine Mine. Ich brenne die mal eben in der Luft. Buff. Leckabwehrbalken, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, die Leckabwehrbalken sehen nicht so speziell aus. Schön aufpassen, ne? Schön langsam. Ja, gut, gut. Ja, kannst du das doch. Ach, frei. Ja. So, willkommen im Schiff. Hier die guten Leuchtdinger. Oh, mit hier, Kapitän Leuchten. Oh, oh. Mit TV. Der Warschauer Pakt. Mmh, lecker, lecker, lecker. Mit Plexiglasplatte. Die Marine selber hatte dem Stütz nichts entgegenzusetzen. Da war sie noch am Dienst. Das weiter zu vertiefen. Bei mir war es noch eine zusätzliche. Der liegt sie jetzt hier. Pfefferautomat, ein bisschen älter schon. Finde ich, können wir uns aushalten. Und die ganzen alten Leute, die über an der Wende hängen, die geben mir auf den Sack. Wie dürfen kommen wir nicht runter? Runter kommen wir ja nicht hier, oder? Ist doch gesperrt. Ach so, okay. Wartest du noch auf mich? Dann gucke ich eben selber. Naja, Landstrom ist drauf. Zeige ich da an. Bordgeneratoren sind aus. Naja, wir gehen mal nach unten. Wir sind unten. Hm. Rundgang, da lang. Rundgang, da lang. Wir nehmen den Rundgang, das ist näher dran. Restricted Area. Oh, hier, die Hightech-Rechner hier. Zutritt für Unbefugte verboten. Was ist denn das hier? Ein Funkraum, ach so.
klar, läuft ja auch irgendwie ein. Die ist ein bisschen moderner wie der ganze andere Kram. Kommandozentrale. Sonar, Radar, ne, Radar. Krass. Was hier am Platz ist unten, ne? Artilleriekommandogerät. Ja gut, das ist ja auch ein Kampfschiff, hier ist ja alles Mögliche vorhanden. Auch wieder ein alter Mann, der hier alles erklärt. Aber wenn ich die jetzt noch anhören würde, dann würden wir morgen noch weitermachen. Lürsenserf. Ist in Bremen. Die bauen jetzt Yachten und so was. Guck mal, exgeschützte Dosen. Oha. Ah, hier ist der Geschützturm. Das ist eine Rakete. Motor Rocket. Hier ist die Munition. Für das Geschütz. Und da kann man irgendwie in das Geschütz hier reinklettern. Das geht jetzt aber nicht, schätze ich mal. Und vorm Geschütz im Bug, was haben wir hier? Mannschaftsdeck. Ah, okay. Das sind wahrscheinlich die Jungs, die keiner haben wollte. Da geht es nach oben, das wollen wir ja nicht. Wir wollen nach hinten. Ich denke, muss ja noch irgendwo Maschinen haben. Rundgang Nummer 2, wa? Oh, das tat weh. Alles wieder lösen werft. Klimaanlage. Hier wird es interessant. 4500 PS bei Maschinen. Die Maschine von hier aus zu steuern, sodass wir die Geschwindigkeit regeln konnten. Hinter den beiden Maschinen sind jeweils einmal ein Stromdiesel und einmal ein Luftverdichter eingebaut. Und hinter mir direkt ist die Kommunikationszentrale mit dem schiffstechnischen Leitstand. E-Diesel, so, der ist hier. Ja, also auch auf der anderen Seite. Ach, das sind Generatoren. Da hat man die Antriebsmaschinen wahrscheinlich. Und oben jeweils rechts und links für die einzelnen Maschinen. Flack. Alle wichtigen Daten, die wir brauchen, wie Öltemperatur, Getriebeöltemperatur, die Geschwindigkeit. Spielzeug. Alarm allgemein. Ja, alle möglichen Alarmsignale. Antriebsdiesel. Kommunikationssignale sind hier auch in diesem Maschinenraum untergebracht. Oh, Gasentladungslampen, die machen wir mal die Saft, alter Schwede. Aber alles schon mehr als tot. Krass. Na gut, hier kannst du halt keinen Trabi-Motor einbauen, ne? Das ist klar. Dann kommst du nicht weit mit. Ich glaube, dann bist du hier bereit mit der Batterien drin und sowas. Au, 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 au. So, dann gehen wir mal nach oben auf der Brücke. Hier ist der Steuerstand. Die Brücke. Die maximale Reise. Das war mein Hauptarbeitsplatz, der Steuerstand, so heißt er. Natürlich in Verbindung mit der freien Brücke, mit dem B-Deck, weil... Navigationsradargerät. Rausgucken, wir müssen nicht einfach nur auf Geräte schauen. Die Seefahrt geht davon, dass man halt auch im Fenster... Jetzt geht's auf die Mölders. Ini. Und somit waren beide Stationen meine Station sozusagen. Und dann natürlich auch am Oberdeck von der Seite. Ach komm, wer da hinten sitzt. Brav auf mich gewartet. Hallöchen. Ach guck mal, ich bin noch auf dem Seebär hier. Schaut mal, wo das Ding hier aus dem Brief gesetzt wurde. Haben wir noch alle noch mal eben ihre Widmungen draufgeschrieben. Wir trinken viel und schlafen wenig, doch auf dem Wasser sind wir König, Junge. Gott sprach zu einem Stein: Stein, möchtest du der Schnellbootfahrer sein? Der Stein sprach: Nein, ich bin nicht hart genug, letzte Fahrt, bla bla bla, 2014. Ja, das merkt man auch technisch, die noch nicht so alt ist. Vorne auf dem Bug.
Hier ist das Geschütz. Das Artilleriegeschütz. Auch natürlich entmilitarisiert. Eigentlich schade, ne? Ein paar Probeschüsse auf Hotel Lachs. Einfach mal ein Plan. Und so, dann ist das Matsch. Hat sich ausgelachst. Hier ist die Brücke nochmal. Naja, jetzt geht's zum Mölders. Da ist er, die Mölders. Amerikanischer Zerstörer, den damals die deutsche Bundeswehr übernommen hat. Weil die man zu alt werden. Zur Brücke, das sieht gut aus. Auch geil, guck mal, Fregatte 12 kam 82 raus. Und die Lütjens, die ist auch schon eingeäschert. Die haben sie schon platt gemacht. Die sind jetzt in der Türkei letztens hier zerflex worden. Moin! Das geht so steil bergauf, merkst du das? Oh, das hat mal ein Geschwätz. Richtig anstrengend, die hochzulaufen. Ich bin mal nach vorne. Ah, naja, da kannst du mir was mehr schießen. Ich will schon, ne? Na, schade, das Wetter heute nicht so passt. Gestern war schöner. Tunnel! Hallo! Hallo! Alarm! Alarm! Machen wir. Hallo, hier, da. Guck mal, das ist Betum. Das ist nämlich ein bisschen in den Unterboden von meinem Käfer. Ja, hey. Lass rein. Überall ist so ein bisschen Rost an der Ecke. Hier ist ziemlich dunkel. Na, schade. Da geht's nach unten. Aber ich glaube, wir sehen noch einiges von dem Ding. Hier lang oder nach oben? Oben ist, glaube ich, Brücke. Wollen wir jetzt erst nach oben gehen, dann nach unten? Weiß ich auch nicht. Der Rundgang ist da lang, dann lassen wir da lang gehen. Dann laufen wir sie kreuz und quer hier. Also momentan ist nichts zu tun hier. Ne? Wochenenddienstplan ist leer, Tagesdienstplan ist leer. Laufende Bordbefehle. Tagesbefehl haben wir auch keinen. Das ist doch alles nichts los hier. Nix los hier. Mit Dekoration. Hier wollte ich noch ein bisschen Kram kaufen. Nein, nicht unbedingt. Oh, hier gibt es was zu futtern. Und hier hätten die das Restaurant reinmachen müssen. Das wäre geil gewesen. Und nicht in diesen neumodischen Pfingstenbau. Oh, guck mal, Isolierung. Scheißschutz. Dann kannst du hier dein Futter holen, kriegst du da rüber in der Kombüse, hast du dich hier hingesetzt. Ah, so, und jetzt. Ja, was ist denn mit Essen? Ihr habt Hunger. Hast du auch Hunger? Ja. Na hier. Frau, kochst du was? Nein. Ah, das wäre ein Spielzeug für mich, so ein Schiff, ne? Da finde ich mir das noch irgendwo im Garten legen. Mölders. Wollen wir wetten? Das hier ist das gemeine Volk und das hier sind die Offiziere, die gepolstert sind. Guck mal, was steht hier? Aktueller Standort sind wir hier in der Mitte. Also da, wo ein Torpedo einschlägt, das ist das schlimmste Ort, da brichst du durch. Ja, siehst du. Übrigens, genau so ein Tisch haben wir im Rennen auch noch stehen. Ja. Und hier wahrscheinlich der Kapitän gesessen. Mit seinen Jungs. Oder so. Oder nee. Das sieht nach hier, Offiziersmesse, Unteroffiziersmesse, was hat. Das sieht nach Extrawurst aus. Filmlänge 7 Minuten, aber es ist kein Film an. Ist eh zu kalt hier drin. Ein Stuhl. Da ist er drauf, da wollen wir nicht hin. Finde ich auch. Hier wird der Abwasch gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Besatzung hier einiges in Abwasch angefallen ist.
Ja, das wäre noch was. So ein Zerstörer im Garten. Schiffslazarett. Es geht zum Onkel Doc Doc. Doc Doc? Ja, zum Doc Doc. Siehste, das ist bei der Marine wieder bei dir ungefähr so aus. Und hier, Kondome gibt's hier auch. Pflaster und Kondome, die kannst du dir raussuchen. Dann macht man auch. Kondome ist Mülleimer. Ja, man muss ja vor allem gewappnet sein auf so ein Treff, ne? Pflaster und Kondome. Die gibt dann alles. Auch wenn die bei der Marine ein bisschen schwul sind, dann haben die alles da. Hanna! Du Hanna, weißt du jetzt, warum man nicht da reinläuft? Ja, komm mal, ich lass dich eben vorbei, Zicke. Der ist nicht schlecht, Pflaster und Kondom. Denk dran, Hanna. Genau. Erdflussmessung. Mhm. Schnappbrüche sind nicht aus. Weiter geht's in der Führung. Was kommt denn jetzt? Turbinenraum 2. Das ist ein Lazarett. Ein Lazarett? Lazarett. Ein Lazarett ist das Krankenhaus. Schiffskrankenhaus. Wo sind wir denn jetzt? Hier müssen die Turbinen unter uns sein. Das stimmt schon. Passt schon. Hier ist ein Schornstein. Hier ist schon die bisschen erweiterte Messe. Die ist schon ein bisschen gemütlicher. Was meinst du dazu? Das ist schon eher was. Mhm. Auch nur hier Unteroffiziersmesse, aber für die bisschen höheren. Also je höher dein Rang ist, desto mehr Luxus hast du auf dem Schiff. Hm? Ja, genau. Hier, Klo. Oh, jetzt stangen sie gar nicht wie in so einem Puma-Käfig. Oh, hier ist schon tief. Aber wie ist denn kein Wasser in der Milch? Das Platz da, jo. Haben wir hier. Ob das so gewollt war? Mit der Abstellkammer hier, mit den ganzen Reiniger? Ich glaube nicht. Da muss, glaube ich, eher. Was sieht der denn? Der Raum ist immer. Komm, Buisenschlüsselpost hier rein. Auch diese Tür an. Das ist hier wie in amerikanischen Filme. Ja. Hier, Olympia-Schreibmaschine. Ja. Versorgungsbüro. Wer gibt da Pommes? Hm? Wird klar, dass du darauf reagierst. Das geht mal weiter in Richtung Heck. 1969 in Dienststellung. Büro des Rechnungsführers. Hier gibt's Kohle. Ja, gab's Kohle. Naja, aber gemütlich sieht anders aus. Ne? Aber eine Heizung. Waschbecken. Ui, hier sind Waschbecken. Und Turbinenraum kommen wir ja gar nicht rein, oder? Oh, hier sind die Mannschaftsduschen, stimmt. Da darf man rein. Vor Benutzung einmal spülen. Da stand hier auch wieder Plexiglasscheiben. Guck mal, drin ist immer noch dunkel. Obwohl ich hier im Dunkeln bin. Geht die doch auf? Tja, haben sie für dich immer auch so machen. Sonst würden wir immer eben schnell einer auf Pott gehen. Gemütlich. Nicht. Waschbecken. Waschbecken sind immer gut. Schön verchromt. Muss auf Papa warten. Edelstahl. Hier geht das nach unten. Oh, nach unten? In Deck tiefer. Ah, okay. 82 Mann, Überleber. Haben wir gelebt. Ich meine, 82 Mann sind für die paar Quadratmeter, die da sind, ganz schon viel. Ne? Hier sind Kojen. Ich muss aufpassen, wenn ich in diese Dinger läuft hier. Kojenspinte. Ja gut. Vorteil ist, egal wie stark der Seegang ist, auf der Fresse fliegen kannst du nicht, so schmal wie das ist. Ja. Kannst du es nur. Könnte echt gewesen sein. Aber noch tiefer kommst du in den Turbinen? Hoffentlich. Angel, ahahaha. Wäscherei. Geht wieder hoch? Hier haben wir die Kapitäne. Hä? Wer war da?
Und werden andere Kinder auch schon angemotzt. Der Rundgang geht da rein. Funkraum. Ja. Ja, wieder einmal reingucken. Lass nach oben gehen. Brücke. Aber wir sind so von der Lage. Hier kann man es aushalten. Hier ist Platz. Schön Kühlschrank hin, ein paar Bier und das ist auch gut. Natürlich nur gute Malzbier. Und hier hat der Kommandant gelebt. Der hat es wieder gut. Man sieht halt, dass es ein amerikanisches Schiff ist oder gewesen ist. Pass auf. Gut. Weil hier viele Sachen auf Englisch stehen. Exhaust System und den ganzen Tüdelkram. Siehst du, Distributor Box. Sicherungskasten. Increase. Daran hört man sowas halt. Autobus-Transfer. Ein Autobus steht hier auch drin. Oh, Kommandozentrale. Ja. Hier ist auch schon wieder gemütlich. Ja, lass sie doch auch rumdrücken, das ist doch nichts. Aber meinst du, die löst jetzt einen Schuss aus und den tötet uns alle? Oh, Brücke. Hätte ich schweißen können, sieht genauso scheiße aus. Au, oh, hier ist das Geheule groß. Nur mein Kind heult nicht. Aber da passen wir nicht durch die Brücke. Aber die geht wenigstens auf. Weapon Train Indicator. Sprechanlage fürs ganze Schiff. Schade, wenn der Saft drauf wäre, ein Mikro dran wäre, würde ich sagen, deine Mutter oder sowas. Das ist ziemlich lustig. Ja, das ist aber fest. Lagemaschinen? Ne, kommen wir halt von unten nach oben. Ich glaube, das, weißt du, warum die Dinger hier sind? Nein, Hanna, hier warten. Weißt du, warum die Dinger hier sind, diese hier? Ja. Ich glaube, wenn die Sprechanlage ausfällt hier an Bord, dass die so eine Art Rufrohr haben, dass man die trotzdem noch hören kann. Also das Interessante ist an dem ganzen Schiff. Und die haut so wieder ab. Die Brücke, weil hier wird ja alles gesteuert. Ja, ist mir schon klar. Ist das Spaß? Ich kann meinen Kopf nicht halten. Wisst ihr, was geil ist? Ich habe Breda Sport in der Tasche. Habe ich ein Frau's Auto gefunden und die werde ich mir jetzt gleich reinziehen. Und ihr kriegt nichts ab. Fahrtenport, ne? Riesending. Videoüberwachung. Uiuiui. Video machen wir auch. Ah, haben viele Menschen drauf gelebt auf so einem Ding. Hinten ist der Gepard, Schnellboot. Also eine Mölle hast du im besseren Vorgarten gefahren. Die nehme ich wohl noch. Oha, böse Treppen. Zerstörer Achtrock-Café. Mölders. Läuft. Hier bleiben, Hanna. Hanna. Nicht öffentlich. Hier. Ah, Bordwerkstatt. Riesengroße Drehmaschine drin. Das ist auch so geschickt. Ich will Kühe, Milka. Das ist ordentlich. Hier haben wir mal einen ganz kleinen, bescheidenen. Ja, der ist ja ein Astrock. Das sind diese Raketenwerfer gewesen. Stimmt. Hier wurden die Raketen eingespannt. Hallo, Rakete! Und dann wurden die halt abgeschossen, ne? Carriage Launcher. USA. Unit Gendarmerie St. Louis. Scheiße. Hier ist nämlich die Luftfilteranlage. Hier holt die Luft her. Die Maschinen und sowas. Kind und Frau hecken sich wieder gegenseitig an, weil die sich eben wieder uneinig sind. Und wir sind gleich wieder vom Bord runter. Ja. Hier ist nochmal ein Geschütz. Hier ist wieder Wind. Hinten ist mal Raketenwerfer.
Muss ja auch haben, so ein Ding. Alter, was ein Port, ne? Da haben sie echt guten Schuss gehalten, das Ding. Nur wo man einen Rostpunkt ist, haben sie Farbe drauf gemalt. Ich glaube, die kennen das Gurkenprinzip. Naja, in diesem Sinne würde ich jetzt spontan mal sagen, da wir gerade den schönen Ausblick hier haben, bis zum nächsten Mal. Das hat immer so ein paar Marineschiffe gesehen. Ein bisschen Abwechslung in Ehren und gut ist halt. Naja, ne? Munter!